Hallo, es geht weiter mit Dark Souls 2, das letzte Mal. Haben wir ein bisschen Questzeug gemacht, ja, geil. Und der Heini, bitte sag mir. Ich hab jetzt eine Glut für ihn. Ja, ja, was geht? Ja, hier. Selber Schwachkopf, hier für dich. Ja, fabelhaft, fabelhaft. Ah, hör auf zu labern, goddammit. Waffe durchdringen? Wird schon interessant, hä? Was heißt durchdringen? Oh. Oh, shit. Krasse Scheiße. Genau das, was ich haben wollte. Gut. Ich verbessere das hier dann noch einmal. Und würde sagen, vielleicht können wir auch guten Shit kaufen. Große Titan. Oh. Ist es nicht das? Moment. Titan. Oh. Na gut. Egal. Waffe durchdringen. Und zwar am besten Blitz. Würde ich sagen. Wir machen dann allgemein weniger, aber Blitz ist doch super mega nice. Original. Oh. Oder. Ah, nein, dann. Das wird scheiße. Weil es dann nicht mehr so gut scaled. Ach, macht's allgemein nicht. Shit. Ist das hier einfach verzaubert? So viel krasser Shit, ey. Soll ich das Blitz machen? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich schau erstmal bei das hier. Oh, wir können. Ah. Wir können das hier komplett zurück machen. Oder das im Blitz. Sagen wir machen einfach das hier im Blitz. Ja. Dann können wir ja mal schauen, was gut ist. Ja, dann bin ich in Ruhe. So. Jetzt noch einmal kurz versuchen. Hier. Und zwar waren wir hier schon richtig. Und zwar ist der Heini, den wir suchen, irgendwie. Irgendwie bei einer Tür rechts. Und wenn ich ihn da nicht finde, gehen wir zu Pharos, was weiß ich was. So, hier hochgehen. Hier irgendwo. Sei nicht, ich bin zu doof, um rechts und links auseinander zu dingsen. Ist der hier? Nee. Hä? Nee. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, Nacho. Das kann natürlich auch sein. Ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt einfach woanders hin. Und zwar in diese tollen Dinger des Pharos. Türen des Pharos, es ist nicht unglaublich, ja. Estok. Hm. So. Ist natürlich die Frage von wegen tolle Blitzwaffe, wie die sich schlägt. Gibt's hier nur den Elefantos? Oh. Fast nur. Ein paar Hundis. Hey, oh. Herr Kumpel. Ich kann dich nicht anvisieren. Cool, cool. War auch zu viel verlangt. Weil. Ja. Das hat keinen Schal gemacht. Bitte nicht wehtun. Weil. Ah. Okay. Es war nicht so gut. Vielleicht nochmal. Und dieses Mal richtig. Mit Feuer, so wie es sich gehört. Hey Kumpel, ich mag dein Wasser nicht. Bisschen nervig. Oh oh. Wow, wow, geht es weit? Was ein Arsch. Boom. Wow. Fuck you. Noch ein, oder? Wow. Und los. Opfer. Den habe ich gegeben. Eine schlechte Rüstung bekommen wahrscheinlich. Oh shit, nein. Hier sind so viele doofe Pharos-Sachen. Das heißt, ich werde hier viele von den Steinen brauchen. Es ist wahrscheinlich dumm, die alle zu benutzen. Wie viel habe ich denn? Oh, nur zwei. Wirklich? Hier sind zwei und da ist eine Tür. Also kann ich ja davon ausgehen, dass die Tür dadurch aufgeht, richtig? Dummerweise kann ich halt davon nicht ausgehen. Und dass ich hier vielleicht doch noch viel mehr von den Steinen brauche. Was halt dann auch ziemlich scheiße nervig wäre.
Gelbes Kraut. Cool, cool. Und du bist... Du existierst auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ach, hier sind noch viel mehr. Oh, nee. Also. Ich gehe jetzt mal... Ich lebe jetzt mal mit der Annahme, dass die Tür, die von zwei solchen Pharos-Teilen umgeben ist, wichtiger ist. Das ist eine wahrscheinlich sehr dumme Annahme. Aber wer weiß. Vielleicht öffnet die Tür auch einfach nur das Teil, die Tür da oben. Und da oben ist ein Heini. Okay, schauen wir mal. Ja. Okay, okay. Ja. Gut. Dann habe ich jetzt... Oh. Ah, nee. Ich brauche drei Sachen. Oh, nee. Das ist scheiße. Das ist ein Problem. Und wenn ich das jetzt mache, dann geht da auch noch eins auf. Nur dummerweise brauche ich noch eins, oder? Ja. Hola, Kumpelos. Du bist nutzlos. Scheiße. Oh, da hinten, da geht's lang. Da kann man einfach so durch. Sehr schön. So, also sind hier die Pharos-Teile einfach die Schlüssel. Mir gefällt's gar nicht, dass hier die Elefanten irgendwie teilweise die normalen Gegner sind. Sonst noch was? Lebenssteine, geil. Irgendwann müssen wir auch noch zu dem Lehmstein-Händler. Wäre gar nicht mal so schlecht, aber der relativ flott mal hingehen, weil der geht dann ja nach Machula. Und das wäre super, wenn da so einer ist. Hallo. Ja, ja, wie werde ich ein Zwerg? Interessante Fragen. Ah, was bist du denn jetzt schon wieder? Hola. Ach, du bist ein Zwerg. Ich verstehe. Cool, cool. Du bist irgendwie gar nicht mal so böse. Der ist platt. Den habe ich platt gemacht. Krasser Shit. So, du bist auch platt gemacht werden. Aui. Bitte nicht wehtun. Oh. Wir müssen jetzt noch gleich... Gürm, Großschild. Was war das? Gürm, Großschild. Ein Schild, bitte sag mir ein gutes. Oh! Was? Achso. Oh mein Gott! Wirklich? Gürm, Großschild. 100% Block. Ne. Krasser Scheiß. Außerdem... Nee, das braucht viel mehr. Oh, nee. Moment. Oh, nein. Wisst ihr was? Sehr schön und gut. Aber mein altes Schild ist noch gar nicht mal so schlecht. Loch. Wo? Du bist ein Loch. So, das da hier. Das hier dreht sich bald um. Ha. Huh. Und jetzt? Nun, geh wieder zurück. Pa! Los! Ich glaube an dich. Ganz schön lang. Oh. Mach bitte nicht die Truhe kaputt. Oh, erstmal so ein normaler Angriff. Okay, ungefähr gleich viel. Die sind aber wahrscheinlich auch nicht schwach dagegen. Kriegerstiefel. Da ist halt jetzt ein dummer Blutfleck. Falle voraus. Bist du die Falle? Bitte sei keine Mimik. Ah. Oh, so eine Falle. Titanbrocken, geil. Naja.
Ein bisschen doof, hä? Ohne Wahrheitsverkünder-Dinger. Huch. Oh. Ja, geil! Ich hab's geschürft, schürft. Was ist für dämliche Nachrichten überall? Alla! Holy fuck! Ich mag das Gebiet nicht. Es ist ein Assi-Gebiet. Ja. So viele Wahrheitsverkünder, die wahrscheinlich alle nichts bringen. Oh na, was geht? Oh. Was sind Statuen? Ihr wollt Stress? Versteh ich. Boom! Als grauer Geist gerufen. Ich wurde gerufen? Was? Moment. Moment, was? Ach, nie. Was will der? Wieso wurde ich als grauer Geist gerufen? Warum bubst du mich kaputt? Oh. Boom! Oh ja! Der kriegt kaum Schaden von dem fucking Backstab. Warum kann die NPC... Ifis! Was ist das für ein dämlicher Scheiß? Als grauer Geist gerufen. Jetzt kann ich sehen, was in der Tür ist. Ich habe ein Problem. Was war das für Bullshit gerade? Ihr wurdet... Toll, und jetzt? Was? Und jetzt? Cool. Ich habe nur oben links mein Shit verloren. Cool. Muss man das verstehen? Ich verstehe es nämlich nicht. Moment. Ich meine, was zum... Was zum Bums? Ja, los, nimm mich in die Arme. Schatz voraus, naja. Etwas Arsch. Ist das das Richtige, was wir haben wollen? Ich habe halt da unten jetzt schon drei benutzt. Was ganz next sexy ist. Oh, so viel. Oh, da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Hm. Was geht? Oh. Okay. Der greift halt an, obwohl er sein Schild oben hat. Was ein Arschkopf. Das sind die Arschloch-Strats, ne? Dann hole ich halt einfach mein Schild raus und... Drecksack. Verstehe immer nicht, was es mit dem grauen Geist war. Ich verstehe Dark Souls PvP nicht. Holy shit. Ich höre Dinge. Was ist denn hier Schönes? Oh, ein Feuer. Pizza schmeckt gut. Ja. Was gibt's hier Schönes? Werde ich hier sterben? Weil da oben ist was. Ich kann aber auch einfach... Ist es zu? Weil es ist ein Boss. Kleine Hündchen, viele kleine Hündchen, sehr nervige kleine Hündchen. Warum existiert ihr? Ich habe halt nicht wirklich Schiss vor den Kleinen, sondern vor den Großen. Boom! Scheiße, ich wurde vergiftet, natürlich. Hola, ich bin tot. Scheiße. Du bist nicht cool. Ha! Fuck! Was? Du bist der Fuck? Du bist ein Rattenhund! Was zur Hölle? Was war das denn? Die kleinen Pisser, Mann, wie nervig. Egal, wir haben einen Boss. Und ich würde sagen. Wir sollten die irgendwie aus der Entfernung killen, die Doggos. Oder ist er jetzt immer hier unten sofort? Nein, gut. Da
Da hinten ist mein Shit. Das hätte ich gerne. Ja, ein Problem. Weiß nicht, wie weit ich mit dem Shit komme. Komm schon! Scheiße. Einfach weiter! Ich brauche jetzt erstmal mein Schild, weil die kleinen Kackviecher hier sind. Oh, die kriegen einfach keinen Schaden davon. Was soll die Scheiße? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es unglaublich nervig wird. Und ich... Was zum Bums? Ich muss es ganz anders angehen irgendwie. Was zur Hölle? Mann! Gelbes Kraut. Ja, super. Das wird überhaupt nicht nervig, oder so. Bam, 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 bam. Blum, blum, blum. Überhaupt nicht nervig, oder so. Aua, aua. Ich wurde vergiftet. Das ist schon so gut wie tot. Irgendwie will ich das haben. Ist nur in dem Stand. Woo! Ich und ihm safe. Fuck. Fuck. Weil. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Kampf etwas nervig wird. Oder dass. Also. Oh je. Oder dass ich irgendwas noch nicht ganz geblickt habe. Wie kann ich die herrufen? Gibt's noch diese Items, die Gegner herlocken? Das könnte ich versuchen. Ich könnte auch schauen, ob ich einen Bogen habe. Ich habe aber, glaube ich, eine dumme Armbrüste. Schauen wir mal. Gibt's denn diese Shit-Items? Wie hießen die denn? Ich meine... Ich weiß nicht. Oh, ich glaube... Hoppala! Oh. Leuchtfeuer, Abfall. Ja, geil, Abfall. Gibt's hier nirgendwo? Keine Ahnung. Okay, wie sieht's aus mit von wegen Fernkampf-Shit? Habe ich einen Bogen? Ich habe einen Bogen. Krasse Bogen. Ich kann keinen einzigen benutzen. Ich muss keinen benutzen können. Das ist das Schöne. Es sei denn... Also, ich muss ja nicht viel Schaden machen. Kann ich? Scheiße. Ein Problem. Hola! Ich habe deine Familie umgebracht. Ich hoffe, du hast da kein Problem mit. Ja, was machst du jetzt, Hündchen? Oh, ich wollte ausweichen. Los, ausweichen. Oh, fuck, zu wenig Zeit. Schild raus. So. Alles gut, mir geht's gut, mein Freund. Fuck. Das wollte ich nicht. Ich hatte noch zwei Händler Shit draußen. Hallo, was geht? Oh. Nein. Oh. Fuck. Wirklich? Mann, wie dämlich. Komm schon. Alles gut, Highland. Alles gut, alles gut. Bin ich dumm bewegen. Bin unter dir.
Beweg dich am besten gar nicht, okay? Ich wollte mich rollen. Treffen ist nicht so ein. Warum mache ich so wenig Schaden damit? Fuck. Ich glaube, Blitz ist bei dem Scheiße. Ist echt so, was? Der ist stark gegen Blitz. Er ist nervig. Ah, oh, nee. Bitte nicht. Hallo? Hört auf damit. Los. Du bist eigentlich ein einfacher Doggo, weißt du es? Nicht weghüpfen. Scheiße! Nein. Schön. Alter! Wird der stärker? Du darfst dich einfach laufen und mir dabei wehtun. Fuck. Los! Nicht kotzen. Ich wusste es. Das war einfach die Hundekotzstellung. Das macht ein Hund, wenn er kotzen muss. Nicht schon wieder. Okay, das war kein Kotzen. Opfer! Holy shit. Ja, ich würde sagen, easy. Die kleinen Hunde sind halt einfach nur Arschlöcher. Geschafft. Ja gut, und jetzt? Ja, schön und gut, aber was bringt das mir jetzt? Der ist tot. Ach, jetzt kann ich da hinten lang. Okay, cool. Hier war... Nee, doch kann ich gut. Ich dachte schon, das geht nicht. Moment.